So. Überleben die Victor entfernen, überleben das Erleiden den Statuseffekt Blutung. Bis sie geheilt sind. Das ist auch nicht schlecht. Das nehmen wir doch mal kaum mit. So. Was nehmen wir denn Schönes mit? Bitte natürlich darum, Entfernung zwischen Opferhaken. Kombinierbar. 8 grüne 9. Das ist aber ganz schön gemein. Okay. Dann jetzt der Herdetest. Neue Runde Frostpunk Last Autumn. Ja, genau. Das ist ja nun wirklich, also, ja, also. Und ich wüsste, dass irgendwas nicht stimmt, wenn ich jetzt plötzlich so eine Runde Frostpunk Last Autumn spielen würde und zack, mit dem ersten Versuch zack, gleich durchgespielt. Dann wüsste ich, dass irgendwas, also entweder passiert dann was richtig Schlimmes oder ich weiß nicht, vielleicht auch wegen Weihnachten. Vielleicht wollen die mir alle nur ein Geschenk machen. Vielleicht wollen die alle sagen, Mensch, Killer, Mensch, du hast ein schweres Leben, ne? Das will ich mal gewinnen. Ah, die haben es aber drauf. Guck mal, ich sehe schon an den Charakteren, sehe ich schon, ah, die sind hart drauf, die Jungs. Also ich glaube, die werden mich, glaube ich, die werden es mir zeigen. Ich glaube, in diesem Durchgang werden sie es mir besorgen. Also, ihr wisst, was ich meine. Ach Mist, na, jetzt habe ich den vierten Skill nicht aktiviert. Naja, gut, okay. Pech. Das ist der richtige Zeitpunkt für einen neuen Versuch Frostpunk. Ja. Ja, guck mal, die setzen wenigstens mich dann auch schon Opfergaben ein. Das haben die anderen, glaube ich, vorher nicht gemacht. Warum? Wobei ich mich frage, warum auch nicht? Also, ich sage ja, die machen mich jetzt, glaube ich, fertig. Die zeigen es mir. Die geben es mir hart. Ich glaube, mit denen wird das eine harte Nummer. Oh nein, nicht diese Klinik. Oh, die kann ich gar nicht leiden. Oh, das ist so eine Hassmap. Die mag ich echt nicht. Die ist mir viel zu verwinkelt. Scheiße. Ich sehe schon, da kommt eins zum anderen. Gute Spieler, eine scheiß Map. Und zu viele Siege in Folge. Das sind so ein paar Sachen. Irgendwo hier, ne? Scheiße.
Dann geht es nämlich dann schon wieder weiter hier. Und die Haken sind hier so auch so bescheiden auf der Map. Deswegen mag ich die auch nicht so. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass man hier nicht so wirklich dazu kommt, die Haken auszunutzen. Allerdings gibt es ein paar Punkte. Schon fast gedacht. Hallo. Du Junge, das war aber ganz, ganz schwierig. Warum geht der vor mir in den Schrank? Warum tut er solche Dinge? Hallo. Nee, du bist ein anderer, okay. Hey, Nano. Ey, Leute, also ganz ehrlich. Ihr wollt mich doch so ein bisschen verarschen, habe ich so das Gefühl. Ihr könnt mir nicht erzählen. So, du hast bis auf, glaube ich, jetzt Nummer 3. Dann war es das erstmal für dich. Du, mein kleiner Viktor. Zeig den Großen mal, wo der Hammer hängt. Da ist keiner. Da ist gerade niemand. Haben sie schon einen fertig? Wie sie dasteht. Wo sind die kleinen? Guck mal, meine Taschenlampe kratzt. Gleich die Sichel in der Fresse. Oh Gott, Gott, Gott. So. Da war eben noch ein zweiter, glaube ich, ne? Gucken wir gleich mal. Und den anderen haben sie wieder runtergeholt. Bin unterwegs. Komme schon. So. Ups. Ich geh das nicht. Dafür, dass du Viktor getötet hast. Ah!
Oh, verarschen willst du mich auch noch. Okay, versteh schon. Ich bin so nett zu euch. Ich versuche euch möglichst effektiv zu töten, damit ihr nicht lange leiden müsst. Und ihr? Was macht ihr? Ihr versucht mich zu verarschen. So dankt es mir. Ihr dankt ihr es mir. Zu Weihnachten. Diese Leute. Immer diese Egoisten. So. Immer diese Egoisten. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Eigentlich können die nicht so weit weg sein. Das war wieder klar, war wieder klar. Ich sag ja, die sind nicht so weit weg. Nein! Scheiße, wo war das jetzt? Ich glaube, bei dem da hinten, ne? Ne, bei dem war das, glaube ich. Das sei wahrscheinlich sowieso bei jedem Generator. Victor, hol sie dir, Victor. Ja, man hat immer so quasi so ein kleines laufendes Radar immer dabei. Wenn man so will. Scheiße, hab ich verlaufen? Tatsächlich. Scheiße. Mist! Oh, diese Map. Ich hasse diese Map. Ich hasse diese Map. Links haben wir einen Toten. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Na, Mädel. So, und wer will mich anpieken? Du? Mist. Nein. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. So, und du auch nochmal. Verteilt euch mal gut über die Map, weil dann kann ich euch nämlich gleich an verschiedenen Stellen weghaken. Na. Nummer 1. Wo waren die anderen jetzt? Wurden die sich verpieselt? Einer ist links von mir, glaube ich. Wo ist der Letzte? Aber halt mal die Schnauze, ich muss horchen. Der andere ist auch gleich tot. Wo ist der Letzte? Komm. Der kriebelt auch noch irgendwo rum. Wo ist der Letzte?
Wo ist der denn gekrochen? Ich habe jetzt auch gerade kein Blut auf dem Boden gesehen. Also entweder verblutet der. Ich verstehe auch nicht, warum man sich nicht heilt. Kann man sich nicht mal heilen, wenn man auf dem Boden liegt? Das war die Uschi, ne? Diese... Gibt's doch nicht. Wo ist denn die? Ich glaube, das ist nämlich das Mädel gewesen, das Blonde. Da. Und wenn sie natürlich schlau ist, wartet sie. Und wenn sie weniger schlau ist, dann wartet sie nicht. Ja, ich glaube, die spekulieren immer so ein bisschen drauf. Ich glaube, die spekulieren immer so ein bisschen drauf, dass ich die aufhebe, dass sie wegwickeln können. Und dann sind sie danach ja nicht mehr. Liegen sie ja nicht mehr, dann können sie ja weglaufen. Und dann spekulieren sie mal darauf, dass sie vielleicht noch gerade schaffen, vielleicht noch zur Luke zu kommen. Also, ich weiß nicht. Immer diese blonden Uschis. Ich weiß nicht, was heute los ist. Also entweder... Also ich weiß nicht. Mir ist das Spiel heute suspekt. Oder sie haben das Matchmaking mal so hingekriegt, dass man auch wirklich mit Leuten zusammenspielt, die man besiegen kann. Ich weiß es nicht. Das gibt's doch nicht. Das war jetzt die vierte Runde. Die vierte Runde in Folge, wo wir mal so richtig... mir suspekt. Also entweder kommt es ganz knüppeldicke, entweder gleich schon bei Seven Days to Die oder den nächsten Tag. Das ist so ein bisschen, ich habe vergleiche das immer so ein bisschen mit El Bundy. Ich weiß nicht, ob ihr diese eine Folge kennt, wo er die ganze Folge über hat. El Bundy die ganze Zeit Glück. Ja? Die ganze Zeit hat er Glück. Und dann sagt er, oh scheiße, bei dem ganzen Glück, den ich so gerade habe, kommt das ganz, ganz knüppeldicke. Und zum Ende ist es dann tatsächlich dann auch so, dass er am Ende so dermaßen auf die Fresse kriegt, dass er nachher nur da so sitzt. Jetzt ist alles wieder im Lot. Jetzt stimmt das Leben wieder. Level 33 gegen 16er. Ja, nee. Moment. Das ist nicht ganz richtig. Du vergleichst es. Das ist ein falscher Vergleich. Das ist ja Level 34. Das ist der Spielerlevel. Das ist schon richtig. Aber Level 18 ist ja der momentane Gamer-Level. Ja, und das heißt, die hier, die auf der linken Seite sind, das können ja auch schon... Weiß nicht, stehst da, welche Level die haben? Leider nicht. Aber das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Also das Level ist mit dem ja gleich. Ja? Das ist ja das Spielerlevel, steht ja auch Spielerstufe. Ja, das ist die Summe an Punkten, die ich als Spieler erspiele. Und das hier ist der Killer-Rang, genauso wie das hier eben der Survivalist-Rang ist. Na, also das kannst du nicht miteinander vergleichen. Du kannst jetzt nicht sagen, oh, das ist Level 34 und hier ist Level 15. Das geht nicht. Du musst schon sagen, Level 18 mit Level 18 hier. Die beiden werden ja miteinander verglichen hier. Na? Und ich weiß nicht, was die für ein Level haben. Das steht da ja nicht. Leider Gottes. Das hätte mich tatsächlich mal interessiert, was die für ein Level haben. Ob die denn auch so weit sind. 3 von 3. Genau, Gonzo, ne? Hier. Ne? Okay. Aber wie man so schön sagt, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Das war jetzt die vierte Runde, glaube ich, ne? Das war die vierte Runde, wo das so ablief, wie es ablief. Also, ich kann es mir selber schon nicht erklären. Also, entweder habe ich gerade einfach nur einen Lauf gehabt oder die Spieler sind so ein bisschen auf Weihnachten getrimmt, dass die den
Keller irgendwie beschenken wollen oder was? So ein bisschen, ne? Weil die ja sonst kein gutes Leben haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir wie ein Weihnachtself aussehen, dass sie denken, oh Mensch, die kriegen von uns vielleicht Geschenke? Keine Ahnung. Also so ganz bin ich da noch nicht so, ja, ganz bin ich da noch nicht so da. Aber ich hatte, mein Gott, also ich war in den vergangenen Runden vor Monaten, da war ich froh, wenn ich mal einen getötet habe. Ich war froh, wenn ich mal einen überhaupt über die ganze Runde an einen Haken hängen konnte. Also, es sei denn, sie kennen den Killer vielleicht noch nicht. Das kann natürlich höchstens sein, aber naja. Naja, gut. Ich beende das mal an dieser Stelle, weil es kann eigentlich nur noch schlimmer werden. Es kann nur schlimmer werden. Das ist echt nicht gut. Lohnwurf, grüß dich. Und wir hatten ja auch gesagt, so eine Stunde, dann wechseln wir nachher zu 7 Days to Die. Das wollte ich dann eigentlich auch mal ganz gerne machen. Aber es war mal noch schön ein paar Ründchen Dead by Daylight oder so. Ich glaube, da sollte ich mal ein bisschen mehr spielen. Ich werde mal die anderen Killer mal ausprobieren. Mich würde mal interessieren, ob da das genauso gut läuft. Lohnwolf und vielen Dank für deinen 20. Monat im Abo. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Und mit einem Weihnachtsmann-Emoji. Sehr schön. Vielen Dank, Lohnwolf, für deine Unterstützung. Dankeschön. Ja, okay. Dann was ist das mal an dieser Stelle erstmal für Dead by Daylight. Und dann werde ich sicherlich privat nochmal weiterzocken. Also, ja, es kann gerne so weitergehen. Würde ich mal so sagen. Naja, schauen wir mal.